habe mal wieder ein Buch beendet, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Und wenn ihr da meine Meinung dazu hören wollt, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf meinem Channel. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um ein Buch, das ich im Rahmen der Lesejury lesen durfte. Und zwar geht es um Marion für immer 13. Das ist aus der Erfahrungenreihe von Bastei Lübbe erschienen. Von Nora Frase. Sie ist Französin. Also ich habe keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht. Und hat 199 Seiten und kostet glatt 10 Euro. Ich habe mich in der Leserunde beworben, weil es geht um ein Mädchen, das, ja, Marion für immer 13, ne? Sie nimmt sich selbst das Leben und das Buch trägt auch den Untertitel Der Tag, an dem meine Tochter nicht mehr leben wollte. Und ich habe mir nur gedacht, was kann so schlimm sein, dass ein 13-jähriges Mädchen sich selbst das Leben nimmt und Suizid begeht und so wahnsinnig verzweifelt ist, dass es keinen anderen Ausweg mehr sieht als eben den Tod. Deswegen habe ich mich beworben und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich an der Leserunde teilnehmen durfte. Ja. In dem Thema, in dem Buch wird ein sehr krasses Thema und ein sehr aktuelles Thema behandelt. Und ich muss sagen, ja, ich habe mir da auch so meine Gedanken gemacht. Ich habe das dann auch mit meinem Liebsten besprochen, wie wir denn da mal vorgehen, wenn unsere Tochter dann mal in dem Alter ist. Ich meine, zum Glück haben wir noch ein paar Jahre. Es geht nämlich um Mobbing. Und ich finde es wahnsinnig schlimm, dass ein Mensch in so jungen Jahren, ich meine, gut, sie ist in der Pubertät, da ist eh immer alles noch viel emotionaler und viel schlimmer, wir wissen es ja selber noch, da sind alle Emotionen viel stärker einfach, aber einen anderen Menschen so fertig zu machen, dass dieser wirklich keinen anderen Ausweg mehr sieht, außer sich das Leben zu nehmen, das finde ich echt richtig hart. Und was da alles passiert ist und was da passiert sein muss, wollte ich eben erfahren, um eben auch für mich einige Dinge mitzunehmen, die erstens, ja, weil es wichtig ist, dass man sich über dieses Thema informiert heutzutage, gerade in Zeiten von Social Media, Facebook, Internet, keine Ahnung, ich will jetzt nicht die Moralkeule raushängen lassen, aber es ist so, so viel einfacher geworden, andere Menschen durch die Internetverbindung eben zu mobben, also ja, als früher. Also ich meine, Mobbing war schon immer da. Ich bin selber auch in meinen jungen Jahren 2 Jahre gemobbt worden. Jetzt nicht so mega krass schlimm, aber ich habe das als ganz schlimm empfunden damals. Und ich kann das total nachvollziehen. Aber wenn es jetzt damals schon, da kam gerade erst ICQ auf, falls das noch jemandem was sagt, aber falls es damals schon Facebook und so weiter gegeben hätte, ich denke mir, das wäre richtig, richtig krass schlimm geworden und bin im Nachhinein eigentlich schon dankbar, dass ich jetzt so Informationen... Ich meine, man muss ja nur mal irgendwas Peinliches im Unterricht machen und sofort verbreitet sich das alles, kann sich das alles wie ein Lauffeuer verbreiten, wenn dich die Mitschüler eh schon auf dem Kicker haben und das finde ich echt heftig. Auf jeden Fall habe ich mir erhofft, einfach da genau natürlich, man ist ja auch neugierig, zu erfahren, was war denn da los. Das Buch hat die Mutter geschrieben und sie hat es in einer Briefform geschrieben. Also sie schreibt einen Brief an ihre tote Tochter, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie sie fand. Marion hat sich erhängt und die Mutter findet sie und es reißt ihr natürlich den Boden unter den Füßen weg. Und ab dem Zeitpunkt schreibt sie eben den Brief, also was sie für Gefühle hatte und welche Nachforschungen sie angestellt hat und wie sie eben rausfinden konnte, was los war, wie sich die Lehrer verhalten haben, wie sich die Schule verhalten hat, die Mitschüler. All diese Sachen erfahren wir eben aus der Sicht von der Mutter, eben in der Reihenfolge, wie sie eben Recherche betrieben hat.
Genau. Und das ist so mein Kritikpunkt. Ich finde es immer schwierig, solche ernsten Geschichten oder solche ernsten Bücher negativ zu bewerten, weil das Thema einem ja sehr nahe geht und das ist ja auch ein Weg, wie die Mutter mit der Thematik eben umgegangen ist. Aber ich muss sagen, das Buch hat 199 Seiten und ich habe da ewig dran gelesen, weil das Buch einfach seine Längen hatte. Es war teilweise wirklich langweilig, weil sich die Mutter leider Gottes immer wieder wiederholt hat und irgendwann, ich will das ja gar nicht so sagen und mir tut die Mutter auch wahnsinnig leid, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ja, wir wissen, dass du getrauert hast und wir wissen, was du für Gefühle hattest. Du musst es nicht auf jeder Seite wiederholen. Also, und wir wissen, dass die Mitschüler dieses und jenes getan haben. Also es waren sehr viele Wiederholungen leider da und man merkt halt einfach, dass die Mutter hier keine Autorin ist. Ja, also ich habe schon andere Erfahrungsbücher einfach gelesen. Ich lese aus der Reihe sehr viel und sehr gerne, die einfach mehr also spannender geschrieben waren, interessanter geschrieben waren. Und das war hier einfach nicht der Fall. Außerdem muss ich sagen, wurde für mich nicht alles erörtert, was hätte erörtert werden können, was vielleicht daran liegt, dass Jugendliche eben ihre Informationen, die sie wissen, nicht zur Mutter tragen. Also ich will natürlich nicht spoilern irgendwie, aber ich finde, die Mutter hatte einfach zu wenig Informationen über das, was tatsächlich passiert ist und ich wollte gerne wissen, was tatsächlich passiert ist. Deswegen liest man ja das Buch auch, ne? Genau. Alles in allem finde ich das Thema wichtig und ich finde es wichtig, dieses Buch zu lesen und ich finde es wichtig, mal in sich zu gehen und sich Gedanken darüber zu machen. Es geht ja nicht nur um Mobbing in der Schule, es geht ja auch darum, überhaupt der Umgang miteinander, also meiner Meinung nach, wie man teilweise im Internet miteinander umgeht, wie jemand schreibt was und es fällt so leicht, irgendwie was Negatives drunter zu kommentieren und teilweise auch unhöflich und teilweise sogar unter die Gürtellinie. Das ist so, so viel leichter, wo ich mir denke, nichts gegen freie Meinungsäußerung, aber weiß ich nicht, bevor ich jemanden anderen beleidige oder meine negativen Gefühle da irgendwie öffentlich verbreite, halte ich doch einfach meinen Mund. Also ich weiß nicht, das ist... Es fällt einfach so leicht heutzutage, andere zu verletzen, weil es einfach nur ein paar Tastendrücke oder Tasten, einfach nur ein paar Klicks entfernt ist und alles so anonym geworden ist. Und ja, also was da teilweise für Shitstorm abgeht unter gewissen Posts und so. Das denke ich mir öfters. Also bei Buchgruppen ist es nicht immer ganz so schlimm, wobei es da auch schon teilweise abging. Aber auch zu anderen Themen, also wie Leute da untereinander miteinander umgehen zum Teil, finde ich immer wieder erschreckend und das habe ich mir schon so oft gedacht. Und ja, das führt aber jetzt zu weit, das hier zu erörtern. Es geht ja um die Geschichte und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, Mobbing sowieso immer. Und ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gelesen habe, einfach weil ich mir mal wieder so Gedanken machen konnte. Es ist nicht das beste Werk aus der Erfahrungsreihe, muss ich leider wirklich sagen. Aber ja, es animiert zum Nachdenken und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, ansonsten schreibt mir mal eure liebste Geschichte aus den Erfahrungsbüchern oder überhaupt so Geschichten, die nach wahren Begebenheiten passiert sind. Also die Reihe von Jessica Koch, die habe ich schon gelesen, also die Danny-Reihe hat mich auch sehr ergriffen und ja, dann ansonsten interessiert mich mal, was euch da so begeistern. Begeistern ist immer so ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine. Welche wahre Geschichte hat euch denn zuletzt so richtig mitgerissen? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, bye!